Das war die Hitze. Joey, erzähl jetzt. Ich war gestern Abend unterwegs in Hamburg. Dreimal dürfen wir raten, wo. Ja, das reicht. Da habe ich viele Leute gesehen. Okay, wir wollen es nicht. Schön. Ich war aber ohne Scheiß jetzt auf der Leberpalme. Nicht für die Gründe, die meisten. Ich bin ja nicht so ein Typ, also ich bin ja so ein guter. Das sagen die alle! Ja, aber jetzt war ich dann, ich musste so Geld ziehen bei der Sparkasse, so kein Moos mehr. Und da war ja so eine Reihe von netten Frauen da. Und da kommt die eine und sagt, hör mal, hast nicht mal Lust? Ich sag, nee, also ich komm schon zurecht, danke. Womit denn? Das war ich. Dann war noch eine zweite da, die war auch. Die waren jetzt alle so eine Reihe. Nee, ich muss das zu Ende erzählen. Nein. Es ist nichts passiert. Es war nur sehr lustig, weil die dritte, die hat mich dann erkannt. Ja? Dachte, das ist einer von den Kellys! Und da haben alle zugeguckt. Ne? Also die ganze Anfang. Wir waren draußen. Es ist nichts passiert. Okay, Leute, es gibt Kinder hier. Aber ich meine, nee, also bei der Kälte werde ich ja nicht heiß. Also, es ist, also oder ja, auf jeden Fall hat die dann gesagt, hier ist ein Kelly. Und die ganze Reeperbahn schaut mich an. Und die denkt natürlich, ich will irgendwie mitschleppen oder so. Ne? Aber nee, ich habe gedacht, nee, ich bin ganz glücklich mein Leben und ja, so. Aber das war. Wir glauben es dir, Pat. Es war echt lustig und ich erteile jetzt. Ja. So, oh, die Details lassen wir aus Privat. Le queremos también a usted, gracias. Yo andando aquí, no papá. Sí, el padre murió el año pasado. Gracias por venir. Gracias. Gracias, gracias. Gracias de España. Ich bin die Einzige Vernünftige hier. Ich weiß auch, wenn was mir passiert ist. Ja,